Wäre ja schon eine Persönlichkeit, die schon dazu angetan wäre, dass man den nicht mehr hätte. Ne? Geht dann trotzdem weiter, wahrscheinlich. Wird es den Nächsten geben, der da weitermacht? Oder die Söhne von ihm oder sonst wer? Ist einer weg, dann kommt der Nächste, sage ich dazu. Aber es ist natürlich gut, wenn die Leute nach und nach auf Zeit kommen. Ja. Ich bin einer der Köpfe, sage ich jetzt mal, getötet wurde. Fühlt man sich etwas sicherer, aber trotzdem gibt es bestimmt noch genug, wo ja, genauso hinterher ziehen können. Also ich fühle mich unsicher, auch in Deutschland. Nicht sicherer, weil das wohl vielleicht der Größte war, der aber viele kleine Untergruppen hat und dementsprechend ist mit ihm nicht der Terrorismus gestorben. Man kann nicht immer denken, oh, ich habe Angst, ich habe Angst. Ich hoffe nur, dass nichts passiert. Vielleicht ist es einfach nur eine Sache zur Vermarktung, dass die Leute ein bisschen beruhigt sind. Wenn es wirklich stimmt, das ist also wirklich eine gute Lösung. Ich glaube nicht, dass wir dadurch sicherer oder unsicherer sind. Kann ich mir nicht vorstellen, dass es so einen direkten Einfluss hat.